Und damit willkommen zu Let's Play The Amazing Spider-Man 2 mit mir, dem Jan. Und heute ist das Spiel erschienen, ne? Und einfach geil. Also ich habe es jetzt das erste Mal gestartet. Ich weiß nicht genau, ob die Musik jetzt so laut ist. Ich werde die einfach mal unterregeln. Ich habe ja über ein Cape nachgedacht, aber das wäre albern. Warum denn? Untertitel mache ich auf jeden Fall ein. Jo. Schwierigkeit. Held, ganz normal. Gerade noch erkennt. Aber machen wir so. Gut. Ich laber nicht weiter. Ich starte einfach. Boah, das ist ja geil. Wir machen als Held. So wie vorher auch, als normal, ne? Okay. Benutze deine Netzzugfähigkeit, um Feinde zu entfassen. Halt jemand den Typen auf, er hat mich gerade beraubt. Hey, Kleiner, etwas Hilfe? Nicht mein Problem. Jemand muss den Kerl aufhalten. Gehen, gehen. Und... Hey, Kleiner, hast du ein bisschen Kleingeld? Ne, sorry, hab die gerade für Milch ausgegeben. Ich brauchte selber noch 2 Cent. Die Szene. Oh, du siehst wie ein kleines trauriges Hündchen aus. Jo, Kopf hoch, what? Mann. Wir schauen uns eine Hammerband an. Du solltest kommen. Denk dran, das Glück kommt nicht von allein. Ja, ja. Das hat mein Yoga-Lehrer. Diese Szene kennt man aus The Amazing Spider-Man, dem ersten Teil, den Film. Schau dir die Delle an. Das ist ein brandneuer Wagen. Du hast bei Gelb angehalten. Wer macht denn sowas? Leute, die sich an das Gesetz halten. Klar. Du hast dich die ganze Zeit... Das klang doch wie ein Schuss. Besuche den Ort der Schießerei. Jetzt kann ich rein. Vorher ging das nicht. Und ja, das spielt die erste Szene. Onkel Ben! Die Szene noch. Nein! Nein! Onkel Ben! Peter! Ein Krankenwagen! Hilf doch jemand! Onkel Ben! Onkel Ben! Onkel Ben! Komm schon! Nein, komm schon! Onkel Ben war mein Fels in einer Welt, in der ich auf nichts zählen konnte. Eine Welt, in der meine Eltern verschwunden waren. In der ein Biss einer genetisch veränderten Spinne mich in etwas Neues verwandelte. Doch nun war Onkel Ben tot. Für ihn... Für Tante May. Und weil ich seinen Mörder nicht aufgehalten hatte, als ich es konnte, musste ich zu einem Mann werden. Zu Spider-Man. Und ich habe Gutes getan. Jede Menge Schurken geschnappt. Aber den Mörder von Onkel Ben habe ich noch nicht gefunden. Nur ein weiterer leerer Platz in einem Leben voll davon. Einem Mörder auf der Spur. Also, nochmal zu dem Spiel, was soll ich sagen? Die Stadt, in der man rumschwingen kann, rumcruisen, ja, die ist noch größer als im ersten Teil, den wir ja gerade auch noch zocken. Was noch? Das Netzschwingen wurde verbessert, also das sieht jetzt nicht mehr so aus, wie jetzt würde die richtig in die Luft schießen, ja. Sondern wirklich so links, rechts immer.
Und wir können Peter Parker spielen. Der Mann, der Onkel Ben getötet hat, ist irgendwo da draußen. Und ich finde ihn. 2 Jahre später. Ich werde nie aufhören, Onkel Bens Mörder zu suchen. Niemals. Oh, nice. Netzschwung, linke Hand. Achso. Ach du Scheiße, das kommt nicht. Alter. Okay. Ja, okay, ich hab's raus. Ui. Warte. Wenn er nicht los ist, wirkt sich und alle Einheiten in der Nähe des Dorfverdächtiger auf der Flucht zu Fuß. Männlich, weiß, blond, Sonnenbrille. Das klingt nach dem Typen, der Onkel Ben erschossen hat. Das sehe ich mir besser mal an. Das ist ja geil, Alter. Oh, ist das nice! Krass, ey. Also, das ist schon nicht mal einfach so. Hey, Larry, die Waffen sind schwer! Wie wär's mit etwas Hilfe? Ich hab die Sache klar gemacht. Also bin ich der Boss und du mein Gehilfe. Also halt die Klappe und streng dich mal an! Der Anführer könnte der Kerl sein, der Onkel Ben getötet hat. Aber ich bin nicht sicher. Ich brauche ein paar Bilder von ihm. Öffne die Kamera. Sehen wir uns die hässliche Visage von dem Kerl mal genauer an. Ein sehr hübsches Bild. Okay, Foto machen. R drücken. Richt das Stick und dann... So wie vorher auch. Das ist nicht der, den ich suche. Was zum... Gefahr! Gefahr, Gefahr! Wo ist die Gefahr? Ah, da. Zum Glück habe ich meinen Instinkten vertraut. Ups. Spider-Man? Zur Hölle, mach ihn fertig! Okay. Das ist vorhersehbar. Nicht schon wieder. Ich will auch mal angreifen. Ich stehe hier nur rum. Auf welchem Planeten geht das als Menschen durch? Tiere zu schaden. Bösewichte hingegen? Doch. Oh, nice. Alter, ist das geil. Ohne Witz. Ach, wenn doch alles so umgänglich wäre. Du wirst für deine Taten büßen, Spider-Man. Oh, das kannst knicken. Ja, Netzschuss, den kennen wir auch noch. Du hast dir also gedacht, ich werde ein mächtig reicher Krimineller. Und? Nochmal nachgedacht? Nice. Also das Kampfsystem wurde auch nochmal irgendwie... Lass mich runter! Freier gemacht. Sei still. Zeig mir deine Hände. Du hast Glück. Ich bin nicht hinter dir her. Oder hast du dir ein Tattoo entfernen lassen? Nee, Mann, nee. Ich habe Angst vor Nadeln. Und hier passiert nichts, bis sich das Netz auflöst. Aber bis dahin ist die Polizei hier. Mann. Wahrscheinlich. Los. Bitte, was soll ich tun? Vielleicht kann ich dir bei der Suche helfen, aber bitte lass mich runter. Im Knast gibt es überall die gleichen Modemagazine. Es gibt jede Menge Kriminelle, die genau wie du aussehen. Ich versuche, den hier zu finden. Der verkauft Waffen an meinen Boss, Herman Schultz. Durch Lügen wird meine Stimmung nicht besser. Ja, ich schwöre. Mr. Schultz schließt jetzt gerade einen Deal ab. Weiß nicht, ob der da dabei ist, aber er kauft genug, um es mit einer Armee aufzunehmen. Welche Armee? Die Russen, Mann. Sie rüsten auf, wir rüsten auf. Üble Zeiten, Mann. Man muss auf alles gefasst sein. Weißt du, wovon ich rede? Sag mir, wo ich Schultz finde, okay? Dann darfst du es dir vielleicht an einem Hydranten bequem machen. Ja. Ja, was sagst du? Klingt doch gut, oder? Haben wir einen Deal?
Okay, das ist schon irgendwie geil. Jetzt Sprint. Gehen wir. Auch noch. Geil. Ich muss zu der Baustelle, wenn ich diesen Hermann Schulz finden will. Baustelle, da sind wir. Wahnsinn! Die Russen hier. Wenn die Cops erledigt sind, haben die Crews in der Stadt kaum noch Waffen. Das ist ein eindeutiger Vorteil für uns. Du meinst uns? Her damit, dann lebt ihr vielleicht. Holt ihr euch, ihr Idioten! Wie wär's, wenn ich die Waffen nehme? Ich denke nicht, dass ihr verantwortungsvoll damit umgehen könnt. Na, was spinnen sie nach der Kacke? Ihr könnt nicht gewinnen, nur sterben! Der ist mir so nah dran. Den habe ich nicht. Ich würde dir ja gerne sagen, dass das Leben andere Optionen für dich bereithält. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Ja, den Move können wir auch noch. Du versteckst dich, oder was sagst du? Achso. Wir sind alle besser dran, wenn niemand die Munition in die Finger bekommt. Wenn ich mich konzentriere, finde ich vielleicht die anderen Munitionskisten. Oh, nice. Wow, was für ein Gebiss. Schade, dass ich es kaputt machen muss. Ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt. Sieh her, ich habe trainiert. Das waren zwei. Versuchen wir den Triple. Boah, ist das nice, ey. Der Service hier ist einfach schrecklich. Ich möchte den Manager sprechen. Mr. Schulz? Keine Sorge, der findet dich. Ja, hab ich mit dir geredet, oder was? Hey, bleib du mal doch stehen. Bam. Warum werde ich nie zu Bandenkriegen eingeladen? Ich verderbe allen den Spaß. Oh Gott, Acker. Du musst Schulz sein. Ich habe schon gehört, dass du hässlich bist, aber wow, das war untertrieben. Du willst es mit mir aufnehmen, was? Ich werde es dir nicht einfach machen. Das sieht irgendwie... Jetzt komm schon, deine Freunde waren netter. Du hast dir gerade ein Ticket in die Hölle gekauft. Oh nein, ich habe ja solche Angst. So kann ich nicht arbeiten. Du hast Mund... Weinschieren. Okay, das war ja easy. Ich flehe dich an, Mann. Töte mich nicht wie die anderen. Wir können eine Abmachung treffen. Die anderen? Ich habe Geld, Waffen. Sag mir einfach, was du brauchst. Ich hörte, du machst Geschäfte mit diesem Typen. Klar. Was willst du wissen? Oh, so weit auch noch. Vom Bandenkrieg identifiziere Benz Mörder. Erstmal das Tattoo. Das Tattoo? Was bedeutet das? Das ist so ein Gangding.
Es gibt keine Gangs mit diesem Symbol. Nur ein paar Leute haben es. Er muss so eine Art Spezialist sein. Jemand, der alles besorgen kann, wenn man dafür bezahlt. Und der jeden umbringt, der ihm in die Quere kommt. Ja. Das dachte ich mir schon. So. Jetzt nochmal den hier. Warum könnt ihr euch mit den Russen nicht einigen? Hä? Machst du Witze? Nach allem, was sie uns angetan haben? Meine Männer denken einfach, dass sie etwas tun müssen. Ist schlecht fürs Geschäft. Aber was willst du machen? Es beenden. Und du sagst mir wie. Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Wenn du mich fragst, wird es dann erstmal nur viel schlimmer werden. Hä? So, geht's aber. Wer ist der Mann auf dem Bild, ha? Carradine. Keine Ahnung, ob das sein richtiger Name ist. Er verkauft Waffen. Ohne lästige Prüfung der Personalien. Wo trefft ihr euch? Jedes Mal woanders. Man lässt verbreiten, dass man etwas kaufen möchte und schon ruft er an. Immer mit einem Prepaid-Handy. Echt paranoid, der Typ. Er muss ein schlechtes Gewissen haben. Komm schon. Wird das ein Deal? Jo. Ja. So, kurz Pause. Bis gleich, Leute.